Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Wir machen weiter hier bei der, nennen wir es mal, Hufeisenkonstruktion und setzen genau dort an, wo die letzte Folge aufgehört hat, also praktisch hier dort, wo der Tunnel wieder an die Oberfläche kommt. Dazu bauen wir auch hier erstmal ein bisschen weiter mit der Straßeninfrastruktur, gestalten alles noch ein bisschen um, fügen noch ein paar Sachen hinzu, ein paar weitere Wohnhäuser. Und bringen das generell hier noch ein bisschen mehr in Form. Erstmal habe ich hier eine Straße ein bisschen oberhalb hingezogen. Die Straße geht dann einfach in so einen Forstweg über, der hier den Berg hochführt, sich hinaufschlängelt. Ab hier spätestens ist es eh nur noch Kulissenbau, also da geht es dann nicht mehr so genau. Ich habe dann nur noch geschaut, dass ich das irgendwo sinnvoll verlegt bekomme und irgendwo da hinten den Berg hochgeführt. So, aber der interessante Teil ist eigentlich hier vorne, rund um die Strecke, deswegen machen wir da direkt weiter. Das ist dann eben der Fahrradweg, der hier hochführt. Auch der kriegt noch eine Anbindung direkt nach hier oben. Na, ein bisschen steil, ein bisschen abschüssig, ein bisschen schwierig hier mit dem Gebastel. Deswegen habe ich mir hier nochmal so ein bisschen mehr Platz geschaffen, damit ich hier besser mit dem Terraforming-Tool das alles nochmal ein bisschen einglätten kann. Und dann schnappe ich mir hier eine Handvoll von diesen schönen alpinen Gebäuden. Da bauen wir jetzt noch ein, zwei Grundstücke dazu. Schön oberhalb der Strecke gelegen, mit Ausblick über dieses kleine Nebental hier hinten. Auch hier kommt natürlich wieder die Zaunmod zum Einsatz, um das hier alles schön einzuzäunen. Schnuckliger Jägerzaun. Nett anzusehen. Garage dazu gepackt, noch ein Carport. Rechts, das ist vielleicht das Austragshäusel. Also ich denke mal, das wird es in der Schweiz genauso geben wie hier. Und das ist vielleicht heutzutage, gibt es da zwei Ferienwohnungen drin. Dazu ein Carport, dass die Gäste dort ihre Autos abstellen können. Das war so ein bisschen die Idee dahinter. Familien- und kinderfreundlich, hier mit ein bisschen Spielzeug, Spielplatzkram. Asphaltierte Einfahrt. Ein paar Apfelbäume. Weiteres Gestrüpp und das genügt dann auch. Könnte man natürlich noch viel detaillierter machen, aber ich darf da nicht immer zu sehr übertreiben. Gerade bei den Grundstücken, die man eh so selten zu sehen bekommt, ist ja tendenziell auch eher Kulisse. Ja, vielleicht ein bisschen bessere Kulisse, könnte man sagen. Auch hier nochmal gleiches Spiel, Carports hingestellt. So ein kleiner Schuppen, da sind vielleicht die Mülltonnen drin. Einmal eingezäunt, das ganze Ding. Ein paar Gartenhütten hingestellt. Hier so eine kleine Werkstatt. Das ist irgendwie ein begeisterter Heimwerker, der hier wohnt. Passende Textur dazu. Und noch ein paar Bäume. Das reicht auch. So, wo ich die Bäume schon in der Hand habe, gibt es gleich noch ein paar mehr davon. Hier wird noch ein bisschen angepinselt. Wald ein bisschen hübscher dargestellt. Ja, zwei relativ abgelegene Grundstücke. Hier unten machen wir auch noch mal so ein bisschen weiter. Hier mit Grundstücksbau habe ich hier noch mal einen Abzweig geschaffen. Kleinen Feldweg reingezogen. Und hier auch noch mal ein, zwei von diesen vorgefertigten alpinen Grundstücken eingebaut. So, bis hierhin ist asphaltiert. Dann führt hier auch nochmal so ein kleiner Feldweg den Hang hinab. Wird hier unten dann irgendwo angedockt. So. Ja, und so füllt sich dieser ganze Bereich nach und nach. Dann gehen wir hier mal ans Tunnelportal dran. Erstmal aufforsten. Mit dem Baumpinsel etwas großzügiger. Alles hier noch ein bisschen eher mit Mischwald noch aufgeforstet. So, nochmal ein bisschen umgestellt. Auch hier drüben machen wir den Bewuchs noch ein bisschen dichter. Und auch noch ein Stückchen den Berg hoch, bis dann praktisch die Baumgrenze erreicht ist. So, den packen wir einmal aus dem Weg und bauen auch hier das Tunnelportal nochmal um. Wählen auch hier nochmal einen anderen Typen.
Und das gleiche Spiel wie auf der anderen Seite des Tunnels. Auch hier wird nochmal ein bisschen mit Felsen alles quasi eingerahmt, in die Landschaft eingebettet. Da oben auch nochmal Felsen draufgeschmissen. So, passt. Tunnel ist frei. Das heißt, jetzt können wir hier schon alles anpinseln. Sommergras und hier diese Waldrandtextur, das ergibt immer einen schönen Waldboden. Und hier, das wird ja auch eine nette Filmstelle rund um dieses Tunnelportal, wenn die Züge da rein und rausfahren. Deswegen gebe ich mir da immer ein bisschen mehr Mühe, was so Wiesentexturmischung angeht. Und das war eigentlich eher so ein Zufallsfund. Das ist ja auch bei diesen versenkbaren Mauern dabei. Ist eigentlich anders gedacht, aber auf diese Art und Weise, wenn man die Höhenanpassung ausstellt, kann man dann eben hier auch so ein schönes abgeschrägte Konstruktion hinbekommen, ziemlich problemlos. Habe ich mal ein bisschen mit rumgespielt, hat mir gut gefallen, dann habe ich es direkt so gelassen und habe das hier mit eingebaut. Also auch sehr schick. Tolle Mod übrigens, diese versenkbaren Mauern. Das ist einfach großartig, toll in der Benutzung, sehr komfortabel und man kann einfach echt viel damit anstellen. Viele Texturen auch verfügbar, also ich denke da, das wird noch oft zum Einsatz kommen hier. Gerade wenn das jetzt hier weitergeht mit Thema Bergstrecke und so weiter, da ist das halt wirklich extrem praktisch. Ja, sieht doch ganz cool aus hier. Die abgeschreckte Variante hatte ich so, glaube ich, auch noch nie, weil es eben bislang auch wirklich also kaum umsetzbar war. So, das wird hier noch so ein bisschen weiter ausgebaut. Keine Ahnung, was ich hier eigentlich veranstalten wollte, aber ja, passt schon so, denke ich. Sieht schon ganz nett aus. So, hier noch ein bisschen Feintuning. Ja, und dann glaube ich, kann man langsam aber sicher dann auch die Züge schon rollen lassen. Letzter Blick hier nochmal. Ja, und dann gehen wir direkt zu den bewegten Bildern über. Den Auftakt macht ein talwärts rollender, langer Containerzug, den ihr hier schon sehen könnt, der langsam Fahrt aufnimmt und dann hier gleich im Tunnelportal verschwinden lässt. Diese ganzen Güterzüge sind jetzt natürlich hier praktisch nicht im Liniendienst unterwegs, sondern die schicke ich tatsächlich immer nur für die Aufnahmen auf die Reise, damit wir hier einfach ein bisschen Abwechslung drin haben. Und hier auch mal ein paar Güterzüge durch die Gegend rollen. Vorgesehen war die Strecke eigentlich nicht dafür, sondern es war ja ursprünglich nur für Personenverkehr geplant. Aber es ist eine nette Abwechslung, wie ich finde. So, schönes langes Ding. Bergauf. Personenverkehr, Doppelstock. Aus dem Tunnelportal heraus. Weiter den Berg hinauf. Es wird jetzt auch dann demnächst schon ein bisschen bunter im Personenverkehr. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das in dieser Folge schon zu sehen ist. Wir werden es gleich feststellen. Denn auch da gab es nochmal eine neue Mod, die ich vorab schon mal installieren durfte. Möglicherweise ist die auch inzwischen schon erschienen. Einheitswagen haben von 100 Dampf ein Update bekommen. Da gibt es nämlich doch auch wesentlich buntere Varianten, wenn man in der Zeit ein bisschen zurückblickt. In der Schweizer Eisenbahnzeit gab es durchaus Zeiten, da war das alles ein bisschen bunter. So, Blick hier mal kurz über die zwei kleinen Grundstücke, die ich da gebaut habe. Schöne Häuser auf jeden Fall. Also dieses alpine Gebäudepaket, ich glaube, es heißt Alpine Houses. Bin mir aber nicht 100% sicher, findet man auf jeden Fall im Workshop. Und ist doch relativ umfangreich. Und passt halt wirklich sehr, sehr gut hierhin in diesen Bauabschnitt. Den Berg habe ich nochmal so ein bisschen abgeändert. Übrigens, die herumliegenden Berge, die sehen alle noch nicht so 100% gut aus. Da habe ich mich im Wesentlichen eigentlich noch praktisch gar nicht drum gekümmert. Nur so wirklich so ein bisschen punktuell. Also das geht landschaftlich, was die Bergkulisse angeht, sicherlich auch noch ein Stückchen besser. Also ich denke, da werde ich dann auch nochmal irgendwann drüber gehen mit viel Terraforming. Und
So, da kommt der Nahverkehr aus dem Tunnelportal heraus. Legt sich in die Kurve auf die nächste Rampe. Vielleicht ein bisschen viele Fahrräder hier und da unterwegs, aber naja, wobei, man kann nicht genügend Fahrräder haben. Das passt schon. Und hier so ein mini kleiner Ausblick. Ihr seht schon, das ist alles noch völlig unfertig, alles noch totale Baustelle. Das wird dann so der nächste Bauabschnitt. Der wird aber noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Da bin ich jetzt einfach noch nicht allzu weit gekommen. Und es gibt noch mal ein paar Einschübe, andere Themen. Wir werden noch mal ein bisschen zurückgehen in der Zeit, werden an der Lauentalbrücke noch mal ein bisschen Umbaumaßnahmen über die Bühne bringen. Und dann werden wir tatsächlich auch, bevor wir hier hinkommen, noch einen Ausflug ins Runkeltal machen. Da ist jetzt doch schon ein bisschen mehr entstanden und das ist auf jeden Fall jetzt schon genügend Material, dass man da nochmal eine weitere Folge machen kann. Also wir werden nochmal ein bisschen abschweifen, wir werden sogar nochmal ein Stückchen ins Rheintal zurückgehen, dass wir da auch nochmal ein Stückchen vorankommen und dann werden wir hier erst wieder weitermachen. Also basteltechnisch, glaube ich, werden wir hier erstmal eine kleine Pause einlegen. So, der nächste NPZ, hier in Doppeltraktion unterwegs. Bisschen so zur Gesamtübersicht, das zurückliegende kleine Tal hier hinten. Und da hinten kann man auch den Birkensee erkennen mit der Birkenbachkapelle. Wenn man genau hinschaut, sieht man sogar die Birkenbachalb. Ja, das sind so, was wir jetzt gerade im Blick haben, die letzten zurückliegenden Bauabschnitte, die letzten zurückliegenden Gleiskilometer und so weiter. So hat sich das Ganze mittlerweile entwickelt. Und ich denke, das ist insgesamt doch ganz zufriedenstellend geworden. So, da schlängelt sich schon der nächste Kollege hinauf. Habe ich ein Sandwich draus gemacht, ich weiß nicht, ob das so üblich ist, aber es kann ja sein, dass vielleicht der Steuerwagen defekt ist zum Beispiel. Da werden wir auch gleich nochmal eine kleine Zugbegegnung bekommen. Gutes Timing. Schön. Ja, also auch gerade was Rollmaterial angeht, bin ich mittlerweile echt voll in der Schweiz angekommen. Hab auch ein bisschen dazugelernt. Bekommt von 100 Dampf freundlicherweise auch immer viele Videos verlinkt, wo man sich Zugzusammenstellungen ansehen kann. Auch Zugzusammenstellungen, die schon ein bisschen älter sind. Auch vielen Dank nochmal übrigens an, ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat, wurde mir auch nochmal eine Website verlinkt, wo man sich Zugzusammenstellungen aus der Schweiz ansehen kann. Ich glaube personenzüge.ch, also auch nochmal eine coole Quelle für mich. Und auch da sind wir noch gar nicht am Ende der Fahnenstange. Also ich habe jetzt unlängst erst noch mal ein paar weitere Sachen rausgesucht, neu installiert, die ich jetzt auch so nach und nach auf die Reise schicken werde. Es wird noch immer ein bisschen mehr dazu kommen tatsächlich, was Schweizer Rollmaterial angeht. So, dann haben wir hier mal was ganz anderes. Wurde auch schon öfter mal vorgeschlagen. Mal eine Dreifachtraktion vor einem relativ schweren Güterzug. Der hat hier eine ganze Menge Auflieger am Haken. Größtenteils zumindest. Ein paar Container haben sich untergeschummelt. Ich wusste auch gar nicht, dass es so viele verschiedene Auflieger gibt. Ich habe die sonst immer nur einheitlich fahren lassen. Hier sind jetzt einfach mal ganz viele unterschiedliche dran. Alles aus der Mod-Werkstatt. Die haben diese ganzen Containerwagen und eben auch die Aufliegerwagen. Und eben auch die Versionen mit beladenen Varianten. Ah, das sieht schon toll aus. Und eine Schublok habe ich ihm auch noch spendiert hinten dran. Da wird wahrscheinlich eine Doppeltraktion auch locker reichen, aber viel hilft viel. Außerdem ist es nett anzusehen, mal was anderes. So, talwärts fahrend. Ein Nachtzug. Der hat, glaube ich, immer noch fälschlicherweise den Wagen von der rollenden Landstraße mit eingereiht. Bin mir aber nicht 100% sicher. Ne, ich glaube, das war ein anderer. Ist ja auch wurscht. So genau nehme ich es da gar nicht. Aber wenn ich darauf hingewiesen werde, versuche ich es dann schon irgendwann zu korrigieren.
Aber das ist halt schon hier, also so hätte ich dann, wenn ich eine Modelleisenbahnanlage hätte, die würde ungefähr so aussehen. Lange bunte Züge, die sich hier rauf und runter schlängeln. Ja, alles nicht so schlecht geworden. So, und da schlängelt sich schon der nächste hinauf. Relativ dichter Takt hier aktuell. Moderner Fernverkehr rollt an. Bleiben wir auch noch mal einen Moment dabei, begleiten den mit der Kamera. Und er hat ein HP0. Das wird wahrscheinlich in der Schweiz auch nicht HP0 heißen. Ein rotes Signal eben. Kommt hier noch mal kurz zum Halt. Darf kurz darauf weiterfahren und auch der verschwindet hier im Tunnel und kommt logischerweise auf der anderen Seite wieder raus. Was soll er sonst machen? Jo. Aber auch ein schöner Zug. Hätte es ein paar so farbliche Design-Highlights, die man hier erkennen kann. Städte, Silhouetten. Nett gemacht. Trinational unterwegs hier der Kollege. Gut, jetzt waren hier doch noch nicht die bunten Einheitswagen dabei. Hatte ich mich getäuscht, müsste dann bei der nächsten Folge zu sehen sein. Aber ich denke, das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Gut, hier nochmal so ein bisschen zur Übersicht. Nochmal der Gesamtfortschritt und auch mit einer etwas größeren Perspektive. Da hinten kann man sogar Lauenburg erkennen. Den Flussverlauf und der ganze Kram, den ich hier so in den letzten Wochen und aber vielmehr Monaten gebaut habe. Das soll es gewesen sein für den Moment. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, würde mich freuen. Bleibt gesund, macht's gut, bis zum nächsten Mal.